Freunde, heute ist die Batterie Flamenco 600 dran. Ist wieder eine Kayaju oder Kayaku Batterie. F3 natürlich, weil wir haben hier ein bisschen mehr NEM. In Österreich ist es F2. Huch, Fokuseinstellung mit regulärer, ja, okay. Bin ich jetzt mal an den Fokus rangekommen. Ja, Oberseite, Holographic-Folie. Nicht so schön, aber nun ja, die Batterie ist ja auch schon ein bisschen älter. Tanz auf dem Vulkan, der explosivste. Oder was? Ja, der explosivste. Also wir haben eine Batterie mit 47 Schuss. Bezahlt habe ich, glaube ich, knapp 20 Euro, wenn überhaupt. Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Die ist nämlich schon ein bisschen älter. Und hier haben wir auch den Grund, warum das eine F3-Batterie in Deutschland ist. In Deutschland sind Batterien bis 500 Gramm in F2 zugelassen. In Österreich ist das anders. Was ich hier an der Batterie noch lustig finde, ist, dass hier eine Toilette drauf ist mit durchgestrichenen Zeichen. Also Freunde, schmeißt die Batterie nicht in die Toilette, ne? Also, na, nicht zum Popo abwischen. Ich wollte gerade was sagen. Ja, sorry, also die Vorstellung ist ein bisschen creepy heute, aber wie gesagt, wir gehen gleich mal raus zur Flamenco 600 und zünden die dann einfach mal an. Also, bis gleich draußen zur Zündung. So Freunde, wir machen noch die Flamenco 600, auch wieder ein bisschen am Hellen, das liegt daran, dass wir wenig Zeit haben. Schauen wir uns mal. Ich weiß gar nicht, was sie gekostet hat, aber ich glaube so 20 Euro, dafür ein richtig schönes Komplettpaket, muss man mal sagen.